Howard Carpendale, trauriger Abschied. Er rechnet mit dem Ende. Howard Carpendale ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil der deutschen Musiklandschaft. Mit seinen 77 Jahren macht er sich aber langsam über ein Ende Gedanken. Howard Carpendale ist einer der größten Musikstars dieses Landes. Seit den 1980er Jahren feiert der Sänger und Komponist mit seinen Hits wie Ti Amo und Hello Again große Erfolge. Ab Mai 2024 geht der 77-Jährige auf Stadiontournee und möchte für seine Fans nochmal alles geben, denn er selbst weiß nicht, ob er das überhaupt noch einmal schafft. Howard Carpendale möchte seinen Fans noch einmal alles geben. In diese Tournee gebe ich von mir noch einmal alles rein. Wer weiß, ob meine Fans das in dieser Form noch einmal erleben dürfen. Erzählt Howard Carpendale gegenüber Bild. Doch eine neue Show auf die Beine zu stellen bedeutet für ihn auch nach den vielen Jahren jedes Mal aufs Neue eine ganz besondere Angst. Ich versuche, für jeden Auftritt einen roten Faden zu finden. Ich möchte den Menschen einen besonderen Abend bieten. Diesen Anspruch habe ich auch noch nach 57 Bühnenjahren, verrät der 77-Jährige. Auf was sich die Fans des Sängers bei seiner Stadiontournee freuen dürfen, verriet er allerdings nicht. Howard Carpendale spielt auf seiner Tour im nächsten Jahr 16 Konzerte. Am 14. Mai 2024 geht es in Zwickau los. Howard wird unter anderem noch in Leipzig, München, Frankfurt und Berlin